Nachdem es in nahezu allen deutschen Stadien am vergangenen Wochenende zu Protesten anlässlich des Investoreneinstiegs in die deutsche Fußballliga kam, stellt sich wie so oft die Frage der Verhältnismäßigkeit. Nachdem das Bündnis der deutschen Fanszenen am vergangenen Freitag in einem geschlossenen Brief einen 12-minütigen Stimmungsboykott in allen Partien ankündigte, war die Kritik von vielen groß, dass diese Maßnahme nicht ausreichend wäre. Die Argumentation vieler war darauf, dass der Stimmungsprotest nicht weit genug gehe und man sich bei den Bossen im Fußballoberhaus dadurch nicht genug Gehör verschaffen würde. Im Zuge dessen agierten die verschiedenen Fanszenen auch durchaus individuell und gestalteten den Protest auf ihre Art und Weise. Eine nicht unerhebliche Anzahl der Kurven provozierte beispielsweise in Spielminute 12 eine Unterbrechung der Partie durch das Werfen von Gegenständen wie Tennisbällen, Schokolade oder pyrotechnischer Erzeugnisse auf den Spielrasen. Dazu gehörten mitunter die Szenen von Union Berlin, Nürnberg, Freiburg, Rostock, Hannover, Köln und auch Mönchengladbach. Andere Szenen weiteten den Stimmungsprotest auf 45 Minuten aus, die in der Kurve kollektiv geschwiegen wurde. Und dann gibt es natürlich auch noch Einzelfälle wie Hansa Rostock, die sich zusätzlich zu Transparenten und Spielunterbrechungen auch noch Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht sowie dem Ordnungsdienst im Zuge des Spiels lieferten. Inwiefern die Tragweite dieser individuellen Protestformen reichen, muss schlussendlich jede Kurve für sich alleine erörtern. Es dürfte jedoch durch das Zusammenstehen der Fanszenen und die geschlossenen Aktionen definitiv auch im Elfenbeinturm der DFL-Bosse angekommen sein, dass sich die deutschen Fußballfans keinem Investor der Welt beugen werden, zu keinem Preis. Auch potenzielle Investoren werden sicher genau auf die Aktionen geschaut haben und dürften den Einfluss der Fans in den deutschen Stadien registriert haben. Auch wollen wir der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es auch Szenen gab, die sich nicht am bundesweiten Protestspieltag beteiligten und den Support wie gewohnt von Minute 1 an durchführten. Dazu gehörten beispielsweise Szenen wie die von Schalke 04 oder dem 1. FC Magdeburg. Wir werden sehen, inwieweit sich die Proteste bis zur Winterpause noch ausweiten werden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.